Hallo und WB und willkommen zurück. Und während ich das sage, bin ich dabei, mein Pokémon wieder zu beleben, weil, ach du Scheiße, Mann. Der Kampf eben mit dem Dingens, der war ja. Was soll ich dazu sagen? Der war immer richtig abgefuckt. Mach schneller. Wir haben noch viel zu vor heute. Wir haben noch viel zu vor. Nicht viel zu nach. Nee, viel zu vor. Und da es ein Wanderer ist, gehen wir jetzt nichts gegenübertreten, schicke ich auch Lucy nach vorne, weil ich glaube, Lucy wird da schon ihren Spaß haben. Seinen Spaß. Weil es sind ja alle männlich. Ich habe keine weiblichen Pokémon in meinem Team. Was ziemlich kritisch wird, wenn irgendjemand Anziehung einsetzt. Wie zum Beispiel irgendjemand. Und dann haben wir ein Problem. Aber egal. So, der Wanderer Eulen. Wen setzt er denn ein? Ja, nass gemäht. Dürfte mit Surfer direkt tot sein. Auch eine gute Kombination Stein-Donner. Warum? Weil auch wenn es sehr effektiv ist, kann er mit, wenn er dann vorher drankommen würde, mit seinen Blitzattacken das Wasser-Pokémon ausschalten. Stalos, da hätte ich liebend gern Feuer-Pokémon. Boah, der Stalos sieht in dieser Edition voll cool aus. Ja, nichts gegen sagen hier. Erstmal Surfer. Mein Pokémon haben zwar jetzt nur alle halbes HP, aber es läuft trotzdem, läuft. Wieder Iswin besiegt, Erwin vor allem. Erwin, nö, 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 nö. Das kennt jetzt keiner. Das war jetzt total unnötig. Ist das so? Sie hat das Item gefunden. Mit anderen Worten, Giftstich. Was sehr gut für Gift-Pokémon ist. So, hier war man hier lang gegangen. Und hier war man hier lang und hier war man hier lang. Ach, ein Pokémon. Jetzt fängt das wieder mit den Pilzen an. Zumindest jetzt mal mit den großen Pilzen, die genauso gut Sasser sind. Flucht, geht das? Ja, geht. Weil die geben keine Erfahrung, die sind einfach nur unnötig. Hier ist wieder ein Backpacker. Das heißt, der ist bleibt vorne. Weltenbummler wie du reisen oft wie die Welt, aber ich bin eine Gefahr. Er hat was anderes gesagt, aber das ist alles, was ich gelesen habe. Guter alter Backpacker Lawrence. Oh, ein Quiekel. Quiekel habe ich damals immer benutzt, um meinen Fratini zu trainieren. Also, was sich auch dumm anhört, weil wer trainiert bitte in Dratini in der Eishöhle? Moment, das war ich gar nicht. War irgendwer anders. Ich glaube, das war Lucy Line. Ja, Lucy Line war das. Flampavian, weiterkämpfen. Da hat er schon die Chance, ein anderes Pokémon einzusetzen und dann setzt er sowas ein. Flammenblitz. Boom. Was cool wäre, wenn das eine Feuerattacke wäre, die Blitzschaden macht. Aber wurde vom Rückstoß getroffen, das heißt, das ist sowieso nicht so eine gute Attacke. Vor allem, wenn die so wenig Schaden macht. Flampavian wurde besiegt. Da lacht er nicht mehr so blöd. Und auch Toni ist 51. Ja, also hier purzeln in die Level wie, was weiß ich, wie Cocktailsoße. Ich hätte mal Bock auf einem, heute Hypertrank. Nee, das war nicht das, was ich sagen wollte. Ich hätte mal Bock auf einem. Auf einen Döner mit Cocktailsoße, sowas. Das hat jetzt auch lange gedauert, mir das aus den Ohren zu ziehen, aber hey. Oh, hier ist eine Höhle. Reingeh. Die Pokébälle, die jetzt da noch liegen, sind so wichtig. Riesenworte. Die ist riesig. Oh, guck mal, wer hier ist. Wann kommen denn die anderen endlich? Das ist nun Pokes von höchster Wichtigkeit. Die Truppe, die sich auf Route 21 fliegen, abträgt jedenfalls ein gehöriges Maß an Verantwortung, nicht wieder bedeutsam. Das heißt, jetzt muss ich in diese Grotte rein. Trollgame. Richtig Trollgame. Ich war eben in dieser Strandgrotte. Mensch. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Strandgrotte noch nicht gemacht. Jetzt tut es mir leid, dass wir schon wieder zu der Strandgrotte zurück müssen. Naja, aber zumindest. Und das war da, waren die Beleber und der Hypertrophie total unnötig, weil ich mich jetzt hier heilen kann.
Zumindest müssen wir dann nicht mit den anderen Trainern dann noch rumhantieren. Wir können einfach so den uns fertig machen. Dum 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 dum. Bam 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 bam. Zack. Wir haben sowieso noch Mülltypenmonster, also. Ist jetzt wieder Psyana dran, würde ich sagen. Also unser Tony. Item. Bewegen. Unnötig. Jetzt erst die Strandkarte machen zu müssen, das ist so doof. Hätte man dann nicht direkt von Anfang an sagen, die Strandgrotte ist momentan nicht betretbar, das tut uns leid. Bla 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 bla. So was in der Art. Aber nein, natürlich nicht. Lässt man den Armschier da reingehen, damit er dann wieder dahin zurück muss. Weil alles andere wäre ja fair. Stimmt's? Genau. So, willkommen in der Strandkarte. Hier ist niemand, Frühstar. Den Trainer habe ich nicht besiegt, oder doch, habe ich. Hier gibt's ja auch sonst nichts. Ich muss ja da runter. Dim, 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 dim. Nämlich letztes Mal nicht gar lang gegangen, stimmt. Dann habe ich hier noch einen Trainer. Tauchball. Ja, ich möchte weiterhin den Schutz einsetzen. Und hier ist eine Brücke. Ich will hier rüber. War total unnötig. Ja, wo ist jetzt Team Dingens? Hey, du weißt, was mit Trainer zu tun hat, wenn Pokémon liebt. Genau, meine Arbeit. Jetzt sind wir wieder in der Strandhöhle. Erst kürzlich da gewesen, wieder hierhin verschlagen. Heißt der Nier? Oder Nö? Ja, kann Psyana auch was machen. Ist nicht so, dass Psychokinese nicht gegen dieses Pokémon sehr effektiv wäre. Ich hätte gern Knirscher. Muss ich schon sagen. Könnte nämlich Geist-Pokémon leichter besiegen. Stolrak, weiterkämpfen. Hab ja eh kein Feuer-Pokémon. Sonst hätte ich jetzt Libell reingesetzt, wenn es denn dann Flammenwurf können würde. Weiß nicht, wo ich sonst immer Flammenwurf habe. Ich glaube, man konnte das kaufen in einer anderen Edition. Steinschweif, au. Das hat wehgetan, also ich würde das nicht akzeptieren. Hier, Pokémon Team erhalten, irgendwo eine Beere. Ich reg immer noch auf, dass ich jetzt hier hin muss. Ah, der versperrt den Ausgang. Ja, gut zu wissen. Das heißt, hier haben sie wenigstens so eine Restriktion eingebaut. Was heißt denn Restriktion? Ja, geil. Was gefunden? Wasserjuwel. Cool. Mach das. Das ist was ich mache. Auf jeden Fall macht sie irgendwas Gutes. Zack, dann bin ich auch eben instinktiv richtig gegangen. Und hier lang. Hier muss ich sogar surfen. Hä, ich musste diese ganzen Wege gehen. Ich dachte, ich hätte irgendwie den schnellsten Weg gefunden. Hier bin ich aber damals nicht hochgegangen. Schutz weiterhin einsetzen. Ja. Zack. Den großen Fettdrucken an, wen möchtest du? Ach, und ja. Ach. Da komme ich nur lang. Verstehe. Ja, das Vieh will ich sowieso nicht. Das heißt, da wäre ich eben auch nicht weitergekommen. Und das heißt, jetzt komme ich auf eine andere Route. Kreuzschere dürfte nicht so effektiv sein. Ich meine, sehr effektiv? Käfer ist sehr effektiv gegen Psycho? Ich hab's verpasst? Jetzt bin ich verbrannt. Jetzt bin ich in einer Major League Krise. Feuerrode. Rolle, rolle, rolle. Tja, besiegt. 1137 für dich. Das Achtelmann ist kaputt gegangen. Ah. Das heißt, es war nur für den einen Moment. Hier oben. Egal, das wird schon. Übertragen.
Oh, da ist ja das Schiff. Ja, ist okay. Ich hab's gesehen. Ach, das ist auch wieder Crack. Hey, du musst also gefunden, du hast es geschafft. Lass mal kentern, aber wie kommen wir jetzt da rein? Wartet. Die schwere Brücke hat sich feierlich herabgesehen. Wartet. Ach so. Das sollte passen. Und ich dachte, du hättest keine Ambitionen, im King Team Plasma zu kämpfen. Meine Freunde, ich habe keine Probleme mit Team Plasma. Es kann schon sein, dass die wirklich allerlei Böse aushängen. Wenn du bald alles sagst, ist in böser Weise nicht vollständig verteufelt, ohne mir selbst eine Meinung gebildet zu haben. Das ist einfach nicht mein Ziel. Ach doch, wenn ihr Hilfe braucht, dann will ich euch helfen. Sie viele ist auf jeden Fall klar. Danke. Hört mal, Harry, ihr müsst an etwas glauben. Die Stunde Pokémon zu suchen ist auf jeden Fall ehrenwert. Die Einmal Regierung von Leisenzeit zu bewahren ist ebenso nobel. Jeder Grund ist prinzipiell recht. Was zählt ist das Warum. Je stärker ihr an etwas glaubt, desto stärker werdet ihr werden und ihr eure Pokémon. Und wir ein bisschen Leute, das sind ein paar Leute aufgetaucht. Also dann, immer schön vorsichtig sein. Und bis dann, ihr Dudes. Ist schon korrekt. Was soll das, so ein Drückeberger? Naja, vielleicht sind wir auf ganz andere Art. Ja, renn doch nicht so schnell. Rickman, du Voreiliger. Rick, das überlasse ich dir, das schaffst du schon locker, oder? Hey, ihr habt gehört zu den Typen mit den lustigen Badenhose, Getaway, so ein Mist. Ihr habt Castellis aufgeteilt und fertig los. Ja, ich hau rein. Ach, ihr habt ja auch Psycho-Pokémon, es war Biss. Boing. Oh, nochmal. Boing. Slam. Oh, nochmal. Bam. Das ist eigentlich nicht sehr effektiv. Staffette ist das nicht hier. Das ist jetzt auch nicht Destroys. Das ist sehr effektiv gegen Psycho. Psychokinese. Boing. Und jetzt kommt er wieder. Geht trotzdem wieder auf das Mal. Guck mal da! Ja, guck mal da! Guck mal hier! Ich setz ein Biss ein und bist nicht mehr hier. Zack! War mal nett, dich kennengelernt zu haben. Guck mal da! Ich bin tot. Was? Du hast mich besiegt? Ja klar, ich hab dich besiegt. Weiter geht's. Bin bereit, ganz den Plasma auseinanderzunehmen. Verlegst! Also gut, diesmal werde ich das Schiff genau unter die Lupe nehmen. Auf geht's, fertig los! Ja, kommt her. Mach ich alle fertig. Eindringlinge, ja. Du sollst nicht schlafen. Mann! Ist ja öde. Geh ich halt hoch. Hier gibt's auch nichts. Ich bin schon wieder von verlaufen, Mann. Einfach Falafel. Ja, Crick. Ich hol mir erstmal das Pokéball hier. Sie hat das Item gefunden. Beleber, ja, das ist schön. Ja, Rick, beweg dich. Hier ist es, lass uns reingehen. Okay, wenn du das sagst. Nächstes Team. Doppelkampf. Hui. Ist ja cool. Okay. Los geht's, Party Action, Rade Rade. Durang Durang. Bang Rang. Psychokinese, Mann. Instant Repeater. Ja, läuft doch ganz gut, Quick Guideline 50. Was ist das? Ausring. Cool, Windschnitt. Ja. Und den setzt der ein. Ja, dann setze ich da auch wieder Psychokinese ein. Deines ist der Golbat. Wie war's damit? Zack. Und auch tot. Und Sepi Royal, Mann. Sepi Royal. Ausringen. Zack. Windschnitt. Warum kriege ich eigentlich mehr Schaden als Toni? Golbat.
Zack. Ach, das ist auch sehr... Ja, die sind alle anfällig auf Psychokinese. Psychokinese? Ah, hat keine Wirkung. Ausringen aber? Ja, Nachthieb auf den. Okay, das ist in Ordnung. Pokémon. Boah, Sleepy Royal ist aber voll der Tank irgendwie. Voll geil. Fast 52 Tonnen. Siegersauger. Hä? Achso, er hat, ich wollte gerade sagen, Siegersauger, sorry. Nachthieb. Ich mach trotzdem Dampfer, als erkenne ich nichts. Wenn sie überall stirbst, das ist mal ein Problem. Zack. Das ist nicht sehr effektiv auf Sekuroyal. Das ist doch cool, weil es auf dem Gegner sehr effektiv. Denn 52 für Toni. Wir machen hier easy going. Ich würde sagen, ich mache das Schiff auf, bevor ich den Part beende. Egal wie lange das Schiff dauert. Quick, der hat ein Pilot nicht dabei. Weiter geht's. Sind hier sind die Barrieren? Außerdem ist hier ein Gerät, das Passwort eingeben kann. Das heißt, wir müssen das Passwort daraus um den Gerät zu deaktivieren. Tja, wir teilen uns auf und suchen nach dem Passwort. Okay. Suchen wir nach dem Passwort. Der scheint zu schlafen, dann geht's hier nach unten. Schon wieder. Hauptla, sehen mich zwar nicht toll mit diesen Klamotten, aber ich gehöre nicht mehr zu dem Wasser. Ich bin ein Spion hier für den Fall der Fälle. Du musst schwer sein, den einen mal Kamerad zu bespitzen. Sag mal, wenn du über ein Pendule, der hier eventuell sorgt. Wo weiß ich nicht. Das dachte ich mir. Von deiner Bande der Weltherrschaft nicht reißen wollte, habe ich auch nichts anderes erwartet. Ne? Aber ich wollte damals wirklich die Pokémon retten. Okay. Deine Sache. Das hier ist unser Zuhause. Ich werde nicht zulassen, dass ihr es kaputt macht. Aber ich habe Lust, das kaputt zu machen. Was dagegen? Oh, es war ein Mädchen. Ja. Unratitox. Nein. Irokex. Alles klar. Scheiße, das ist mein letztes Psychokinese, es hat keine Wirkung gehabt. Turmkick. Oh ja, dann setzt ein anderes Pokémon ein. Für zum Beispiel. Ja, wen denn? Ja, Lucy. Ich hätte Scow einsetzen sollen, weil das Kampf ist. Ja, nee, es kann auch kein Kampf sein, wenn es nicht effektiv ist. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte eigentlich so gut wie alles sein. Surfer. Zum Beispiel. Songkick zum Beispiel. Ja, aber es wird schon. Körper. Initiative sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Dann setze ich trotzdem Surfer ein und alles ist tot. Bombo. Bobo Vanille. Den Plasma Berübel besiegt. Hat er das Passwort? Wahrscheinlich nicht. Beutel. Ich habe sicher eine Elixier, ja, wunderbar. Hätte aber auch ein Ether gereicht. Das könnte ein langer Part werden, Leute. Wenn du dich da in den Weg stellst, mache ich dich fertig. Ja, mach mich doch fertig. Dann nenne ich das Team Plasma Schiff. Ja, die hat den Dragorie. Pokémon. Da muss Quick Idle woran. Ja, nur er weiß, mit der Macht des Dampfwalzers umzugehen. Downwalzer, bam bam bam. Wenn ich ja Glück hab, dann. Sinkt die Genauigkeit oder stieg die? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr effektiv und seine Initiative nützt nach. Ja, statt anzugreifen. Okay, Angriff und Genauigkeit. Oh, beide steigt. Das heißt, das ist sehr gut, wenn man der Sandwirbelt wurde. Okay, und wieder besiegt und weiter geht's.
Mein Lieblingsteil, es hört sich. Zack. Hä? Nein, da brauche ich keinen Schutz. Wollte nicht gegen mich kämpfen. Oh, was? Man kann sich hier heilen. Wie läppisch. Das wäre ein... Hä, du kämpfst da so, aber das ist ein Kampf. Ja, du kämpfst nicht. Hier war Crocodile wahrscheinlich schon. Hä? Ach so, das sind hier Widerstandskämpfer. Ja, okay, sehe ich ein. Dann wird das eine halbe Stunde Part. Warum nicht? Ungefähr. Wenn es mehr als eine halbe Stunde wird, dann schneide ich das in zwei Teile. Weil eine halbe Stunde ist okay, alles andere, was drüber ist, ist, naja, übertrieben. Psychogenese nur 10 Mark. Dafür hoffe ich auf jeden Fall das AP Plus, weil Psychogenese kann man nie genug haben. Toni gewinnt. Danke für den Tipp. Wir kennen wieder die Ziffer 7. Hoffentlich muss ich mir das nicht merken. Wo ist Quick eigentlich? Quick ist schon wieder nicht mehr da. Oh. Achtung, Achtung, alle Mann auf Gefechtsstation. Okay. Dann halt nicht, wenn ihr nicht kämpfen wollt. Du auch nicht? Doch, du schon. Okay. Ja, ich wollte schon sagen, wenn die da nicht kämpfen wollen, ist das auch okay. Hauptsache, wir nehmen Team Plasma auseinander. Hab ich so gegen. Das ist wieder so ein Pi, was mir Ärger bereitet. Ich glaube, das hatte keine Wirkung. Zuletzt verwendeten Ball? Das kenne ich auch noch nicht. Scout kann rein. Weil das ein bisschen mit Level hinterher, obwohl die nur 45 sind, was total billig ist. Itemsperre, ich hatte sowieso nicht vor, Items einzusetzen, davon mal abgesehen. Aeroass. Das ist nicht effektiv, setze ich Stärke ein. Es braucht so viel Stärke. Ja, okay, dann setze ich Stärke ein. Stärke. Aber wenn es nicht sehr effektiv ist, zieht es trotzdem viel ab. Bam. 203 nur, wie läppisch. 52 für Crocodile. Glarantri. Weiterkämpfen. Ja, ich habe ja keinen Feuer-Pokémon. Feuer wäre das Instant. Stärke. Boing. Hälfte? Ja, es reicht. Reicht vollkommen. Und die Hälfte reicht vollkommen, denn wenn das die Hälfte abzieht, dann kann ich mir sicher sein, es kann nur bergauf gehen. Stärke ist eigentlich voll die gute Attacke. Ich habe das damals gehasst, Pokémon beizubringen, aber jetzt kann ich damit leben. Und Galantri weiter. Es ist nervig, dass es drei von denselben Pokémon hat. Und ich nichts habe, was sehr effektiv ist, wie zum Beispiel Feuer. Ja, hier ist ein DHL-Mann. Cool. Jetzt ist wieder Päckchen. Nach und nach jeden Tag Päckchen. Voll witzig. Dun, 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 dun. Also draußen steht ein DHL-Paket, Mann. Und ich weiß, was DHL ist. DHL ist der deutsche Postboten-Shitter. Cool, ich habe eine Karte bekommen. Plasma-Karte. Okay. Hä, also habe ich jetzt alles oder was? Ich bin stark, wie ich kämpfe, nur alles wehtun. Und hier? Auf den Schiff ist mir total lang, ich spiele ein bisschen mit dir. Mach das. Okay, das ganze Schiff werde ich nicht durchspielen in diesem Part. Aber ich werde zumindest das Passwort. Entschuldigung. Eingeben. Und los geht's. Auf jeden Fall weiß ich dann auch, was meine Richtlinie ist. Ich werde dann immer alle Pokémon auf ein Level bringen. Also wenn das nächste Mal irgendwas Großes ansteht, wie Pokémon Liga, werde ich die alle auf das Level bringen vom Stärksten oder den Stärksten noch hochziehen. Und dann aber alle auf das Level bringen. Mhm. Lass mich durch. Ich bin auch neu bei Team Plasma, aber ich komme irgendwie in das Passwort einzugeben. Okay.
hätte nichts gegen Doppelkampf. Ach nee, kein Doppelkampf. Hoffentlich ein Pokémon, was ich nicht töten kann. Ah, was ein Rollo. Das Ding heißt Rollo. Echt jetzt? Ich meine, das sieht anders. Pakete. Das ist der Paketdienst. Witzig. Der bringt was Neues. Guck mal da. Ist kein Problem. Mach ich mit Blitztod. Bis. Boing. Bis. Boing. Bis. Boing. Slam. Hat so weh getan, deswegen bis. Bomba. Wunderbar. Ja, hier kommt nichts, aber ich gebe dir noch einen Hinweis. Die letzten zwei Ziffern sind 7. Ja, mach ich den noch? Ja, mach ich noch. Du siehst stark aus. Ich bin ein Lumpenstrick. Also, Psyana ist hier wirklich nützlich. Oh. Gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. Einfach Schild. Yay. Ein Surfer. Radikal. Ewig noch nicht mehr gesehen, dieses Radikal. Ich darf auf jeden Fall alle Passwörter haben. Wieso hat Quick dann einfach nichts gemacht? Der Nutzlose, Risikotackle. Boah, das muss mir richtig viel abziehen, damit ich den Radikal dann gewonnen hätte. Ja, Vergeltung. Das tut mir jetzt wirklich leid, Radikal. Aber Kampfattacke und so viel Schaden. Da konntest du nicht gewinnen. Na schön, ich glaube dir nichts. Du bist stark, deswegen die letzten vier Ziffern eine 7. Ja, danke. Damit dürfte ich alle Ziffern haben. Komm ich denn jetzt wieder hoch? Weh, ich muss das selber per Hand eingeben. Dieses Gerät kann... Möchtest du ein Passwort eingeben? Ja. Oh, what the fuck. Ich muss das selber eingeben. 7777777. Dann mach ich mal... Achso. Dann 77777. Ah, ja Leute, das war's für den Part. Ich werde mir dann nachher nochmal die Leute fragen. Und dann, ja, weiß ich ja, wie das Passwort dann ist. Bis dahin.